mal 2 Wochen ist der Summit schon. Und wir haben von überlegt, wie gehen wir mit der Location um, zum komplett das ganze Programm aufstellen. Der Call ist gelaufen in der Zeit, den ganzen September. Und wir hatten, was super war, haben uns riesig gefreut, über 70 Einreichungen. Also das wurde super angenommen. Und haben jetzt ein Programm zusammengestellt mit über 90 Speakern. Also wir haben so 75 Sessions. Ich war auch total erfreut über die große Menge an Einreichungen von tollen Talks und auch die Zusammenarbeit mit unserem Partner Summit, eben mit dem Beyond Fashion Summit. Das wird sicherlich eine super Sache, wo wir ja gucken wollen, dass wir so die Leute aus diesem Openness-Bereich zusammenbringen mit Leuten aus dem nachhaltigen Mode- und Fashion-Umfeld. Das wird ja in einer Location stattfinden und dadurch wird es natürlich nochmal inspirierend sein, wie halt Transparenz und Offenheit in zum Beispiel dieser Modebranche auch diskutiert wird in den anderen Branchen, mit denen wir halt zu tun haben werden. Also wir haben auch 2 Speakerinnen zum Thema so Open, also im Open Reality Track, Fashion und Openness. Also da ist so die Verknüpfung, wo wir auch die Teilnehmer von beiden Veranstaltungen so zusammenziehen können. Und wir planen auch einfach für alle dann am Abend, dass sich alle noch mehr kennenlernen können, einfach so ein Get-Together. Wir haben so diese ganze krumme Bananenhalle, wird sie genannt, mit den Y-Tischen nebeneinander. Vorne steht der Speaker und alle Teilnehmer können sich da hinsetzen und sehen sich gleichzeitig, immer sehen auch den Speaker und er kann alle sehen, was halt super geeignet ist für Talks, aber auch für Workshops. Man kann wirklich an einem Ende der Halle sitzen und bis zum Ende durchgucken und kann alle sehen, alle Speaker, alle Teilnehmer, also das finde ich vom Setting her super. Und um darüber einen Überblick zu bekommen, haben wir gesagt, wir haben ja dieses System mit den verschiedenen Chairs pro Track. Und die sind ja die Spezialisten sozusagen für ihren Themenbereich. Also jeder Chair stellt kurz vor, warum solltest du meinen Track kommen? Warum ist Open Data cool? Und warum solltest du deine Zeit verbringen? Dadurch, dass wir eben so Diskussionsinseln haben in diesem größten Workshop-Raum der Welt, kann man wirklich zwischen den Themen so flanieren. Und das, da bin ich ganz gespannt, wie das funktioniert auch. Ob das funktioniert, dass Leute sich halt einmal eher mit einem Innovationsthema beschäftigen und dann halt wieder mit vielleicht mit einem Business-Thema oder einem Transparenzthema. Die Vielfalt ist halt sehr, sehr groß und es fällt einem immer schwer, da einzelne Sachen rauszuheben. Vom ganz großen politischen Überbau bis halt hin halt zum sehr konkreten Workshop ist eigentlich alles dabei. Und ich denke, also an den Schnittstellen zwischen den Themen wird es halt spannend sein. Also wie beeinflusst Open Data auch Open Innovation? So kann man eigentlich in der Veranstaltungsübersicht sich halt ein eigenes Programm sehr schön zusammenstellen und auch Inspirationen aus den verschiedensten Themen nehmen.